Okay, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, diesem wunderbaren Montag, meine Freunde. Falls ihr dieses Video gerade seht, ich bin gerade live auf Twitch, also checkt das auf jeden Fall aus. Es wird heute wieder absolut rasiert, meine Freunde. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr erstmal einschaltet. Denn ich werde wieder ein bisschen Merchandise verlosen, vielleicht meinen rechten oder linken Zehennagel und eventuell auch ein paar Sachen mit euch besprechen. Und es wird auf jeden Fall eine Menge gezockt, also schaltet auf jeden Fall jetzt direkt ein. Leute, ich bin back aus dem Urlaub und wir haben, bevor wir geflogen sind, quasi ein bisschen was mit der lieben Kelly gedreht. Und zwar ein interaktives Video. Ein Date mit mir 2.0. Ein Riesenhit damals von Kelly, ja. Ein echt ziemlich cooles Videokonzept. Sie hatte damals quasi ein eigenes Konzept entwickelt. Man kann sich jetzt quasi durch Kelly durchklicken und Entscheidungen treffen und ich spiele auch eine kleine Rolle und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil ich sowas auch schon immer mal ein Date mit Kelly haben wollte und Kelly auch ganz genau weiß. Lassen wir das einfach und fangen wir einfach an, Leute. Der Originallink zu dem Ding ist in der Beschreibung. Check das auf jeden Fall mal aus und ich würde sagen, let's go! Okay, Leute, ich bin seit 24 Jahren Single. Das kann ich bestätigen, das stimmt wirklich. Und es reicht mir langsam. Deswegen gehe ich heute auf ein Speeddate. Voll schön. Speeddating funktioniert folgendermaßen. Aha. Ich habe eine bestimmte Redezeit mit einem Kandidaten. Und wenn diese vorbei ist, kann ich mich entscheiden, ob ich mit ihm weiterrede oder ob ich zum nächsten Date wechsle. Alles klar, okay. Und weil ich ein bisschen aufgeregt bin, fände ich es super, wenn ihr mir ein bisschen helfen könnt. Klar, kein Ding, gar kein Ding. Also. Hier sind die Dates. Aha. Ihr könnt einfach auf ein Gesicht klicken und damit entscheidet ihr, auf welches Date ich gehen soll. Ja, das ist natürlich schwer, Leute. Da schauen wir mal ganz kurz, was dieser sexy Boy hier oben rechts so zu bieten hat, oder? Geiler Laden. Schade, dass die Musik so leise ist, oder? 170.000 Aufrufe. Läuft bei mir. Nicht so schlimm, ist ja eher so Plätscherzeug. Sorry, ich bin DJ. Das stimmt. Ich bin DJ. Ist das so wie Schauspieler sein? Das ist ja mittlerweile auch jeder. Und am Ende verdienen sie alle ihr Geld mit Kellnern. Ey, das ist voll das Klischee. Ich bin wirklich DJ. Und der Song, der da gerade läuft, ne? Ist von dir? Nee, aber ich hab den mal gesampelt. Es war saulit, Mann, wirklich. Kann man das irgendwo hören? Klar. Soundcloud. Ich bin eine richtig große Nummer unter meinen Freunden. Alles klar. Kleines Déjà-vu für mich. Was machst du sonst noch so? Verdammt, ich lass mich nicht aufhalten. Die Welt gehört mir. Wir können gemeinsam alles schaffen. Das Leben ist viel zu kurz für Kompromisse. Wenn man das habe ich improvisiert, Leute. Das bin einfach ich. Diese Rolle bin einfach. Das bin einfach ich. Ich bin keine Rolle. Das bin einfach ich. Nur faul und fett am Tisch. So würde ich mich tatsächlich bei einem Date bewegen und benehmen. Jetzt hat man nichts gewonnen. Kommst du mit auf ein Abenteuer oder was? Bitte was? Kelly, du, ich, die Welt, komm mit mir. Wir beide auf einem Abenteuer, was niemals enden muss. Was ist los mit euch Kerlen? Okay, Leute, mir fällt gerade ein, eigentlich kenne ich den Teil schon und eigentlich solltet ihr das selber erleben, date mir. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal gar nicht an, was ich so gemacht habe, sondern was bei den anderen so passiert ist, meine Freunde. Das interessiert mich jetzt eigentlich viel mehr. Den Teil mit mir könnt ihr gerne selber durchspielen, der Link ist dazu in der Videobeschreibung. Schaut euch einfach mal an, was da am Ende passiert. Vielleicht werde ich sogar ein bisschen nackt am Ende sein. Ja, gehen wir doch einfach mal zu Paola. Schauen wir mal ganz kurz, was bei Paola so geschieht. Sitzt du nicht am falschen Tisch? Oder auf der falschen Seite des Tisches? Nee, ich sitze hier schon ganz richtig. Okay, versteh mich nicht falsch. Ich finde dich total super, aber ich bin hetero. Ich doch auch. Ich bin Alexa. Kelly. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin keine Frau. Das wusste ich vorher schon, das Paar. Nein. Aber ich bin auch kein Mann. Das ist mir jetzt neu. Ist das ein Rätsel oder so? Ich bin mega schlecht und sowas. Ach, ich leg mich nicht gern fest. Wir sind freie Wesen in einem unendlichen Universum mit unendlich vielen Möglichkeiten, Kelly. Mach dich ein bisschen freier, Kelly. So findest du nie deinen Seelenverwandten. Muss man das? Du musst gar nichts. Du kannst alles. Vertrau mir. Ich bin leicht verwirrt. Wie wär's mit uns beiden? Okay, ich weiß gar nicht. Wow, das ist ziemlich nah, Kelly. Das ist ziemlich nah. Nicht, was hier abgeht, aber irgendwie will ich schon wissen, wie sie das machen. Ja, wir gehen mal mit Paola mit. Definitiv, definitiv. Was machst du eigentlich, wenn du dich nicht mit hübschen Menschen triffst? YouTube. Das war ein Kompliment an mich, weil ich bin auch in dem Video und das heißt, ich bin hübsch. Jede anbrechende Minute ist eine neue Chance, dein Leben zu verändern. Legit, wenn so jemand auf ein Speeddate mit mir gehen würde, ich weiß nicht, ob ich der Person eine reinhauen würde oder ob ich mir selber eine reinhauen würde und dann warte, bis der Krankenwagen mich abholt, weil das ist echt, also anstrengend. Ich glaub, sorry, das wird mir langsam echt zu esoterisch. Aber nicht esoterisch genug, wir müssen unsere Seelen verbinden. Gibt's jetzt irgendwie noch eine Szene, wo also die Seelen verbunden werden oder? Trink das. Soll ich diese Seelenverbindung mitmachen oder lieber abhauen? Auf jeden Fall die Seelenverbindung, Kelly. Kipp sie dir in den Kopf. Unsere Seelen verbinden sich. Ja? Nee, Alexa, ich spüre gar nichts. Bitte versuche es erneut. Okay, ich höre Stimmen. Oh,
Ah, ich verstehe, Alexa von Amazon. Haha, you got me there, Kelly. Moment, du heißt Alexa und hast dein Smart Home System nicht umbenannt? Ist das nicht total nervig? Lass dich einfach fallen, Kelly. Ich glaube, ich gehe dann mal. Du kannst gehen, Kelly, aber du kannst nicht davor weglaufen. Deine Seele ist im Einklang, Kelly. Ja, versuchen wir es doch mal mit Simon Will. Ich bin leicht verwirrt. Ich kenne dich. Du machst YouTube. Und zwar perfekt. Das wäre so unangenehm. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einem Blind Date. Das ist das Erste, was ihr hört. Ich würde direkt wieder gehen. Okay, und du? Du bist im Real Life sogar noch so viel hübscher als in den Videos, weißt du? Sorry, wenn ich so direkt bin. Irgendwie so, weißt du, die meisten Leute schreiben im Internet wirkt immer aber viel sympathisch. Sagen dann echt aber gar nichts. Er wirkt aber echt nett. Bin ein bisschen anders, weißt du? Ich bin da direkt da, so ein bisschen ehrlicher. Bisschen gestottert gerade. Aber er wirkt nett. Er wirkt ich rede ein bisschen viel. Bin ein bisschen aufgeregt. Boah. Ich freue mich. Danke, dass ich also hier mit dir sitzen darf und so. Nein, ich fand... Boah, das ist echt gut geschauspielert von ihm. Ich glaube sogar, eigentlich ist das gar nicht geschauspielert, sondern Simon Will ist bei einem Date ganz genau so. Gar kein Problem, gar kein Stress. Kein Stress, das ist Speed-Dating. Wir haben nur wenige Sekunden, dann ist das Date vorbei. Echt? So schnell schon? Ja, warte, lass mich dir kurz was zeigen. Schau mal. Sind es Stockfotos? Nein. Das gehört mir natürlich, aber... Ich mach's auch immer, Leute. Also ganz ehrlich, so habe ich auch Jordi rumbekommen. Ich habe ihr Bilder gezeigt von Minecraft-Gebäuden, die ich gegoogelt habe. Und Jordi hat gesagt, boah, verpiss dich. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich will mich jetzt nicht irgendwie profilieren, so irgendwelchen Reichtümern oder sowas, aber geh mir zu mir. Ich soll mit zu dir kommen? Ja, weißt du, dann ist das Date nicht so schnell vorbei. Wir haben ja eine Connection. Das spürst du ja auch. Du und ich. Absolut. Mit mehr als nur 60 Sekunden. Ich fühle das auch, Bro. Das war ja schon mega direkt jetzt, ne? Soll ich ein anderes Date nehmen? Nein, mitgehen? Auf jeden Fall gehst du mit, auf jeden Fall gehst du da mit. Da wird schön gerödelt, woo! Hä, das ist ja gar nicht das Haus, das du mir auf dem Bild gezeigt hast? Ja, das war ein Symbol, Came. Sei nicht so oberflächlich, mach dich locker, öffne dein Herz. Ich glaube, ich kenne da so eine Möglichkeit. Die geht schnell, ohne sich den Mund vor sich zu reden. Und macht auch noch Spaß. Oh mein Gott, okay, das geht jetzt sehr schnell. Ja, Kelly, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 24 Jahre Single bist, dann musst du doch irgendwo mal einen Abstrich machen, ja? Also kann ich jetzt hier irgendwo anklicken, ins Bett mit dem gehen oder, also... Leben ist kurz, isst den Nachtisch zuerst. Oh. Alter, dieser Spruch, oh mein Gott. Ich mach mich erstmal frisch, okay? Kelly geht jetzt erstmal schön scheißen. Man kennt das, wenn Frauen sagen, sie machen sich frisch, gehen sie erstmal richtig aus Klonseilen ein ab, ja moin. Soll ich jetzt nochmal zurück zu Simon gehen? Auf jeden Fall. Und mit dem... ins Bett gehen auf oder jeden Fall. Soll ich zurück auf ins jeden Restaurant Fall und ins Bett. Hör auf zu diskutieren, geh ins Bett, los. Auf Was geht's. Soll das denn, Jens? Sorry, ich krieg sonst keinen Hof. Oh mein Gott, das ist einfach 1:1 das, wie sich wahrscheinlich Simon auf dem Date verhalten würde. Das ist ja ein tolles Kompliment. Boah, jetzt tu mal nicht so, Katja. Ist ja nicht so, als dass du sagst. Katja! Ja, Katja Kasavitsch, die YouTube-Bitch. Gib's mir Doggy. Doggy, Doggy, Doggy. Und so weiter. Weißt du, bist doch du. Bist du doch nicht so. Oh Mann. Bist doch sonst so freizügig. Pack das ist mir nicht echt, das wollte ich eigentlich schon immer mal wissen. So. Ja, okay, oh, ist das unangenehm. Kannst du dich beschweren, so. Du kannst auch anpacken, wenn du magst. Bisschen, hast du Unterstützung, so? Ist ja einfach genau das, wie ich mir Simon vorstellen kann beim Date. Der Freeze-Frame mit dem schielenden Auge passt gerade perfekt. Läuft gut, glaube ich. Das war ja ein mega Reinfall. Gucken wir mal ganz kurz, was bei Dylan abgeht, Leute. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Hi, ich bin Kelly. Okay, ich habe ein IQ von 190. Ich sehe den Zusammenhang nicht. Logisch, weil du kein IQ von 190 hast. Bist du cool? Wie? Ob du cool bist. Oh. Ja, klar bin ich cool. Jetzt wird's gefährlich. Na, geht doch. Lass uns die nur irgendwo durchziehen. Kinder, Drogen sind nicht angebracht beim Date und generell, also... Soll ich mitgehen? Kelly, ich... Also... Okay, geh mal mit, Kelly, da, aber ich weiß jetzt... Wow, also, schöne Küche. Ja, Moment mal, Kelly, ist das immer deine Wohnung? Ich glaube, das sind ja gar nicht 4 verschiedene Wohnungen, Kelly. Ich glaube, wir werden hier in das Licht geführt, Kelly. Bist du bereit für Stufe 2? Was war denn Stufe 1? Dylan. Ganz oder gar nicht. Ich glaube, das ist nicht... Oh, Shane Dawson hat ein Match mit Kelly. Aus? Ich kann doch nicht einfach Drogen nehmen. Doch, Kelly, du nimmst jetzt die Drogen. Oder? Oh Gott. Ich jetzt wird's richtig geil. Kelly, ich weiß nicht, also vielleicht, hat sich das gelohnt jetzt oder nicht? Fuck.
Hä? Was? Was? Hä? Kelly ist auf... Hä? Was? Ich verstehe es nicht. Ja, aufgeben. Geben wir es auf. Okay, ich bin jetzt fertig mit allen meinen Dates. Welches Date hat euch denn am besten gefallen? Das mit Revi. War vielleicht der perfekte Mann für mich schon dabei? Oder ja, der Revi. 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 Also Leute, nochmal mad Respect hier an Kelly, The Changeman und das ganze Team, die das hier realisiert haben. Extrem hochwertiges Video. So krank gut gefilmt, so krank geil gegradet, so heftiges Licht, so heftiger Ton, Leute. Wirklich einfach mal was komplett anderes. Muss ich jetzt einfach mal frei raus sagen, auch wenn ich Kelly als Person kein bisschen schätze. Muss ich einfach mal sagen, Kelly, das hast du gut gemacht. Tut mir im Herzen weh, das zu sagen, aber das habt ihr echt extrem geil gemacht, Leute. Checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung aus und schaut mal ganz kurz, was beim Date mit Kelly und mir so alles passiert ist, Leute. Ich glaube, das war zumindest, so wie ich das beim Dreh mitbekommen habe, das am ausgeflippteste. Ich weiß es gar nicht genau. Schaut einfach mal selber vorbei, meine Freunde. Und ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr wollt, dass ich sowas auch mal drehe, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Macht euch keine großen Hoffnungen, Leute. Ich drehe das ganze Low Budget mit meiner Handykamera und einer Negria. Zu viel Arbeit ist nicht gut, ne? Ihr wisst es, Leute. Man muss aber ein bisschen entspannen können. Also, meine Freunde, macht's gut. Haut da rein. Ja, scheiße. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.